Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem weiteren Market Watch. Und ich nehme das Ganze schon wieder zu einer richtig guten Uhrzeit auf, denn wir haben jetzt den 23.02. 23.27 Uhr. Und zwar nehme ich das Ganze so spät auf, weil ich dieses Video vorproduzieren muss und der Market Watch für euch relativ aktuell sein soll. Ich mag das nicht, wenn sich die Preise in der Zeit groß verändern, weil sich, ja, dann ist der Market Watch ja quasi auch irgendwo sinnlos. Deswegen, wie immer, für jeden Market Watch denkt bitte vorher nach, bevor ihr irgendwelche Karten kauft. Bildet euch bitte eure eigene Meinung, also nicht einfach blind drauf loskaufen. Und kleine Info, ich werde das komplette Wochenende in Mainz sein, das heißt Samstag und Sonntag für Konami beim Dueling Festival. Und ich werde da auch selber mitspielen, gibt es ja einige nette Möglichkeiten, kann man ja unter anderem auch eine Oversize-Karte gewinnen dann am Sonntag. Falls jemand von euch da am Start ist, könnt ihr das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich über ein bisschen Support freuen. Sehr gerne ein Abo dalassen, sehr gerne einen fetten Daumen nach oben und natürlich sehr gerne auch einen Kommentar. Wir springen rüber auf Card Market und vielleicht nochmal ganz kurz, Gewinnspiel werde ich dieses Wochenende nicht mehr schaffen zu veröffentlichen. Werde ich dann wahrscheinlich Anfang nächster Woche machen zu Battles of Legend. Da geht die Stimme schon weg, also bitte nicht wundern, das wird auf jeden Fall noch ein paar Tage dauern. Ich war die Woche sehr, sehr eingespannt und ihr seht hier bereits die erste Karte eingeblendet. Das ist schwarzgeflügelter Sturmangriffsdrache. Generell die nächsten Karten, die wir uns jetzt anschauen werden, sind alle fester Bestandteil des Tenpai Dragon Decks, was gerade im OCG so ein bisschen im Kommen ist, was wir dann auch in Zukunft noch bekommen werden. Und da wird tatsächlich diese Karte gespielt, weil die ganz nett ist. Man kann auf der Karte quasi Counter ansammeln und dann darf die einmal ein bisschen was zerstören. Deswegen dafür ist die ganz nett. Ist jetzt auch eine Karte, die wird jetzt nicht mega teuer werden. Die hat ihren Reprint schon bekommen in der Megatin. Das seht ihr hier, also noch nicht so lange her. Sind 2100 Listings auf dem Markt. Die Karte, seht ihr, ist schon ein bisschen am Steigen. Jetzt noch nicht so furchtbar viel. Da kann man sich einfach mal seine Kopie ranholen. Da macht man, denke ich, aktuell nicht viel falsch. Und auch die nächste Karte ist auch für dieses Tenpai Dragon Deck interessant. Das ist der dreiköpfige Drache und die ist schon ein bisschen teurer. Nur da weiß ich nicht, vielleicht kriegt die in nächster Zeit auch irgendwo noch mal einen Reprint. Das kann ich euch jetzt nicht versprechen, dass das nicht eintritt mit dem Reprint, aber die ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Reprint gefährdet, aber die ist halt schweineteuer. Seht ihr selber, man braucht auch da nur eine einzige, die liegt bei knapp 30 Euro aktuell und wirklich viele Alternativen gibt es nicht. Wenn wir uns da die anderen Prints mal zu anschauen, die sind jetzt eher nicht so preiswert. Wir haben hier aus Raging Battle einmal die Ulti, die liegt dann bei knapp 70 Euro. Und dann haben wir noch eine Ultra Rare, da ja, ist jetzt auch nicht so viel auf dem Markt. Wir können doch mal ganz kurz die Filter verstellen und machen da mal kurz eine Excellent draus. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr dann noch. Also in Excellent, wenn es denn lädt, ja, da kriegt ihr auf jeden Fall noch ein paar mehr, aber es ist jetzt auch nicht so viel, ne? Also da sollte man überlegen, ob man da zuschlägt oder nicht. Ist halt eine sehr teure Karte und ich glaube, andere Prints gab es jetzt hier nicht mehr. Nee, alles andere war und ist OCG. Deswegen, ja, Trident-Drache sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und generell erleben wir ja gerade so ein bisschen Raid-Raptor-Tops. So generell ein Deck, was sehr unterschätzt wurde. Und auch der gute Tribut Lanius ist schon wieder am Steigen, obwohl das eine Karte aus dem OTS Tournament Pack 24 ist. Ihr seht hier die Kamen, 118 Listings im Playset. Ja, gibt's keins, ist quasi 1,15 Euro die Kopie, zwei Stück für 1,99 Euro. Muss man natürlich warten, das Produkt ist noch nicht so lange draußen, wird wahrscheinlich nochmal droppen, aber für den Moment ist da ja auch ein kleiner Hype, deswegen sehr teuer. Wo es anders aussieht, ist natürlich der Wellenhochkönig Cäsar, der liegt aktuell bei knapp 50 Cent. Ist ja auch schön, dass die Karte mittlerweile ihren Reprint bekommen hat und gut bezahlbar ist. Und Unchained ist ja immer noch ein Ding. Und in der Zukunft, wissen wir, bekommen wir auch noch Unchained kombiniert mit Jubel. Aber wenn wir eh schon über Unchained sprechen, dann wollen wir uns die anderen Sachen dazu noch mal anschauen. Aruha im Playset in Super Rare, ja, quasi einen Euro. Gibt jetzt auch noch keins, was gelistet ist. Und natürlich Shavara, brauchen wir nur einen. 1,10 Euro die Kopie. Schade, dass der auf 1 ist, aber ist wie es ist, kann man nichts machen. Ansonsten andere interessante Kamen, Signet Mining, Signet Gewinnung. Sicherlich eine Karte, die man sich aufgrund der Preishistorie in der Vergangenheit ranholen sollte. Definitiv im Playset. Wir wissen alle, dass die Karte immer mal wieder gefragt ist. Aktuell im Playset 50 Cent die Kopie, denke ich, super Preis. Kann man einfach mitnehmen für die Leute, die natürlich aktiv Local spielen. Die können natürlich auch versuchen, die selber zu erfahren. Wenn ihr da irgendwie jede Woche auf Local geht, dann kauft die nicht. Ihr werdet die irgendwann ziehen als Kamen, bin ich mir relativ sicher. Dann natürlich auch ein bisschen zu den Ultis. Chaos Engel
kostet seine knapp 70 Euro hier in Ulti. Ich denke, das war ein Stück weit auch zu erwarten. Dadurch ist halt die Secret ein bisschen runtergegangen. Können wir uns auch mal kurz anschauen. Die liegt aktuell noch bei knapp 40 Euro. Ist, denke ich, auch wieder für den Moment ein bezahlbarer Preis. Aber die Karte wird sehr wahrscheinlich eventuell natürlich nochmal einen Reprint bekommen. Dann haben wir den Harpyen Flederwisch. Denke ich, auch eine Karte, die sehr gefragt ist. Gibt hier zwei Kopien, die aktuell sehr günstig sind. 48 Euro, 49 Euro, also knapp einen Fofi zahlt ihr für einen Harpyen Flederwisch. Denke ich, auch eine schöne, oder ein schöner Staple. Aktuell natürlich auch noch nicht so viele Listings auf dem Markt. Ob man da jetzt zuschlagen sollte, weiß ich nicht. Das kann man sicherlich beobachten. Aber man macht, glaube ich, auch nicht so viel falsch, weil das langfristig natürlich trotzdem irgendwie eine Karte sein wird, die wahrscheinlich immer mal wieder ausgepackt wird. Gehen wir mal weg von den OTS-Pack-Sachen. Und schauen uns da nochmal so ein bisschen Karten an, die generell so sich am Bewegen sind, auch gerade in der letzten Woche nochmal. Das ist zum einen Yama, ihr wisst ja um den ganzen Jubel-Hype, der aktuell da stattfindet. Und das Ganze wird ja mit einer kleinen Unchained-Engine gespielt. Und Yama hatten wir uns neulich schon mal angeschaut, die ist jetzt allerdings nochmal weiter am Steigen. Also die geht kontinuierlich nach oben, die ist jetzt bei 12 Euro, das ist glaube ich schon der High-Peak überhaupt, seitdem die Karte draußen ist. Auch super interessant, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Wir haben noch 361 Listings, sollte das Ganze wirklich Meta werden, naja, 20 Euro halte ich dann für nicht ganz so unrealistisch, wenn die Hype-Preise da noch ein bisschen weitergehen. Dann wollte ich euch auf dem Laufenden halten, magischer Quell, hatten wir uns letzte Woche auch angeschaut, ist tatsächlich wieder einen Hauch gedroppt. Wir sind mittlerweile bei deutschen Players jetzt bei 6,42 Euro, das letzte Mal bei 7, 8 Euro. Die englischen, die sind ein bisschen teurer, da sind wir im Playset bei knapp 10 Euro die Kopie, nach wie vor sehr interessante Karte. Ob sie wirklich worth ist zu spielen, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und was tatsächlich auch am Steigen ist, ist Vaidos, den hatte ich auch immer mal wieder beobachtet in den letzten Wochen, der war so bei 12, 13, 14 Euro. Und so langsam geht die Karte tatsächlich eher Richtung 20 Euro. Und da gibt es eigentlich auch keinen richtigen Grund für. Ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach mehr Leute sagen, wir spekulieren, dass die Second Wave wirklich gut ist, aber das ist auch der einzige Grund, warum ich mir erklären könnte, dass diese Karte steigt. Falls ihr eine andere Idee habt, dann schreibt mir das sehr gerne. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wieso. Und ich habe euch jetzt eben schon ein bisschen geteasert. Wir müssen heute natürlich nochmal über die Jubel-Sachen sprechen, denn Jubel ist natürlich super im Hype, haben sicherlich alle mitbekommen aufgrund des neuen Supports. Und ja, das gute Fusionsmonster ist am Steigen und Steigen. Mittlerweile sind wir bei den knapp 20 Euro angekommen. Wird wahrscheinlich auch noch weiter steigen. 728 Listings. Was mich aber sehr überrascht, ist tatsächlich, dass die Karte Geist von Jubel auch so krass teuer ist. Wir sind mittlerweile im Playset bei dieser Super Rare aus Phantom Nightmare mit über 1700 Listings bei knapp 2 Euro die Kopie angekommen. Finde ich, ist ein stolzer Preis, obwohl die Karte noch so viele Listings hat. Also da sieht man mal wieder ganz schön, was so einen Hype letztendlich ausmachen kann oder was damit passieren kann. Deswegen kauft da bitte nicht blind. Für den Moment muss ich sagen, wenn wir eine Momentaufnahme machen würden, Jubel ist aktuell spielbar. Kann, denke ich, auch toppen, aber ist es bei weitem noch nicht gut genug. Mit dem neuen Support sieht das Ganze dann natürlich anders aus. Deswegen, ich würde da für den Moment nicht unbedingt auf diesen Hype aufspringen. Aber wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden. Und dann schauen wir uns natürlich passend dazu dann auch mal die Reprints aus Battles of Legend Chapter 1 an, wo wir natürlich die Jubel-Karten auch gereprintet bekommen haben. Und da starten wir erstmal mit Jubel selber, hier in dem Fall in normalen Ultra Rare. Da gibt es einmal Gold Ultra Rare und einmal Silver Ultra Rare. Ich glaube, so wurde das genannt mittlerweile. Wenn wir uns jetzt die Gold Ultra Rare anschauen, sind wir bei Jubel, wo wir ja nur einen brauchen, bei guten 8,50 Euro. Ich denke, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Preis für die Karte. Sind jetzt nicht so viele Listings. Liegt halt auch daran, dass dieses Produkt jetzt nicht so furchtbar viel aufgemacht wird und wurde bisher. Das Set ist ja jetzt noch nicht so lange draußen. Jetzt, wenn ihr das Video seht, 2 Tage. Deswegen, da kann man durchaus auch nochmal abwarten. Aber so viel günstiger wird es halt nicht, weil die Händler das nicht unbedingt alle öffnen. Und die Silver Ultra Rare ist dann noch ein Ticken günstiger. Also die würde ich mir dann kaufen. 5,50 Euro da oben ist schon sehr günstig. Die nächsten Kopien dann auch Richtung 7 Euro. Also oben die Kopie 5,50 Euro. Da macht man definitiv nichts falsch. Dann haben wir natürlich auch Jubel, der ultimative Albtraum. Die ist aktuell bei 4 Euro hier in dieser quasi Gold Ultra Rare. Da schauen wir uns natürlich die andere auch nochmal kurz an. Das ist, ne, jetzt haben wir die gleiche wieder genommen. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen uns die silberne anschauen, wenn die Seite denn lädt. So, das wollen wir uns anschauen. Die liegt bei 4,30 Euro. Tatsächlich in dem Fall ist die Special sogar noch ein bisschen teurer. Terror-Inkarnation will ich tatsächlich auch nochmal reinschauen. Die habe ich jetzt
nicht reingenommen. Da haben wir es aber auch schon. Die Special von der Terror-Inkarnation liegt hier bei 2 Euro. Und die Gold Ultra Rare, die wollen wir dann im Vergleich natürlich auch nochmal anschauen, wenn die Seite mitspielt. Da haben wir die Gold Ultra Rare, da sind wir bei 2,39 Euro. Das heißt, generell die ganzen Jubel-Sachen sind eigentlich relativ gut bezahlbar, wenn man das alles zusammenrechnet. Klar, ne, die Fusion recht teuer geworden, aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Dann ein bisschen weg von Jubel. Wir haben Nummer 90, Galaxieaugen Photon her, einen Reprint, auf den wir lange gewartet haben. Aber das Ding ist immer noch relativ teuer. Wir haben 378 Listings. Und die Karte kostet trotzdem ihre 13, 14 Euro, was natürlich daran liegt, dass die Karte natürlich von allen Leuten gespielt wird, die letztendlich auf die Horus Engine zurückgreifen. Und generell ist das Ding natürlich nicht schlecht, ist vollkommen klar. Und in dieser Special Rarität hier Silver Ultra Rare, da ist ein bisschen günstiger, da sind wir bei knapp 11,50 Euro. Also auch eine Karte, wo man durchaus zuschlagen kann. Ich meine, das ist preislich deutlich günstiger. Und wenn wir hier mal schauen, das sind knapp 700 Listings und hier sind es 378. Deswegen logisch, dass diese Gold Ultra Rare da ein bisschen teurer ist. Dann haben wir natürlich auch Chaos Imperator Drache, beziehungsweise Chaos Imperator, der Drache des Armageddon. Mittlerweile ja auch mehrere Reprints, aktuell nicht so eine gefragte Karte, ist hier in diesem Gold Ultra Rare bei 7 bis 8 Euro und in dem Silver Ultra Rare bei 5 Euro, bei knapp 6 Euro. Also für den Moment eigentlich auch ein ziemlich guter Preis, weil wenn irgendwann D-Link mal wieder relevanter werden sollte, ist das sicherlich eine der ersten Karten, die dann generell auf jeden Fall mal wieder steigen wird. Dann haben wir Nummer 39, Utopia. Den wollte ich mit euch auch nochmal ganz kurz anschauen. Das ist dieser Astral Utopia letztendlich, den wir damals als Starlight Rare bekommen haben, quasi hier ist ja schon so eine Special-Karte. Und da muss ich sagen, das Ding ist ganz schön günstig. 19,99 Euro für eine Karte, die relativ selten ist. Ich meine, wir haben 53 Listings. Ich weiß jetzt nicht, ob die Karte für Sammler super interessant ist, weil quasi die Originalkarte eine Starlight Rare ist und das nur der Reprint davon ist, aber die wird es wahrscheinlich trotzdem nicht so häufig geben, weil das Set nicht so viel aufgemacht wird. Ich weiß nicht, ob ich da richtig oder falsch liege. Ihr könnt eure Meinung dazu sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auch die Silver-Version davon, die ist natürlich ein bisschen häufiger auf dem Markt, 106 Mal, liegt auch bei knapp 21 Euro, finde ich halt auch trotzdem super günstig. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie beliebt das Ganze ist, aber ich wollte es euch zumindest mal kurz zeigen. Und dann haben wir noch als letzte Karte für heute die gute Minerva, in dem Fall in Silver Ultra Rare. Ihr wisst ja, wir bekommen auch nochmal Lightsworn Support, deswegen, ja, Minerva kann man sich jetzt durchaus da auch mal ranholen. Deswegen hier in dem Fall für 2 Euro. Und auch die Gold Ultra Rare kostet ebenfalls 2,20 Euro. Und ja, das soll es soweit gewesen sein für den heutigen Market Watch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Gerade vielleicht auch für Karten, die ihr für die Zukunft braucht. Das heißt, die Jubel-Karten und natürlich auch für Tenpai Dragon. Da ist vielleicht sicherlich das ein oder andere nochmal dabei. Was nochmal wichtig ist zu erwähnen, denkt dran, diesen Sonntag gibt es auch wieder eine neue Folge von unserem Podcast Timeout. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.